Die Aktie von CVS Health ist nach Verkündung der jüngsten Quartalszahlen um rund 17% abgestürzt und hat am Folgetag noch einmal an Wert verloren. Die Dividendenrendite liegt jetzt bei 4,6% und damit auf Allzeithoch. Und wie üblich fragt sich die Finanzcommunity vollkommen zu Recht. Und an dieser Stelle, ist die Aktie nun ein Kauf oder besser Finger weg? Wir werden das in diesem Video sehen. Mein Name ist Thorsten Tiedt. Hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Ich bin der Gründer des Aktienfinders mit über 115.000 Mitgliedern. Und ich spreche jetzt an dieser Stelle auch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung aus. Werde aber mal schauen, was bei CVS Health passiert ist und natürlich meine Einschätzung zum Besten geben. Dann fangen wir auch mal gleich an. CVS habe ich schon vorgeschrieben. Und dann sehen wir hier CVS Health, wenn wir in die Performance reingehen. Das ist jetzt Year to Date. Und da sehen wir, die Dividende machen wir mal weg, dass am Tag der oder nach dem Tag der Verkündung ist die Aktie um fast 17% abgestürzt, hat es dann nochmal verloren. Aktueller Aktienkurs 55,15. Und das heißt, insgesamt hat die Aktie jetzt über 18,5% verloren nach Verkündung der Quartalszahlen. Jetzt in der zweiten Wochenhälfte. Die Dividendenrendite, wie erwähnt, liegt jetzt auf Allzeithoch mit 4,6%. Es gab noch nie mehr bei CVS Health, der ja als solider Dividendenzahler gilt. Und es macht natürlich die Aktie sicherlich für den einen oder anderen besonders interessant. Wir haben sie ja auch im Dividendendepot übrigens. Das heißt, hier bei Echtgeld, Dividendendepot, und da kannst du das dann auch hier irgendwo CVS Health das sehen. Hier ist es schon abgebildet. Aber insgesamt sind wir schön im Plus. Kostenlos einsehbar. Ich verlinke das gerne. Warum mache ich übrigens das CVS Health Video? Weil gestern erst gab es das vorherige Crash-Video, das war Starbucks, ebenfalls Dividende auf Allzeithoch. Und hier haben sich, hier seht ihr das, viele von euch gewünscht, eine Analyse zu CVS Health zu machen. Und die möchte ich ja jetzt nicht schuldig bleiben. Auch das Video zu Starbucks verlinke ich gerne. So, jetzt genau, was ist passiert? Rein fundamental betrachtet hat das Management gesagt, wird nichts mit dem Gewinn pro Aktie, was wir dachten, von mindestens 8,30 fürs laufende Geschäftsjahr, wird wohl eher mindestens 7 US-Dollar liegen, das heißt 16% mal ungefähr runtergegangen. Und das Grundproblem hat einen Namen, das heißt Advanced Medicare oder Medicare Advanced. Wenn wir hier in die Segmente reingehen, dann sehen wir ja die einzelnen Geschäftsfelder von CVS Health, ist ja ein integrierter Finanzdienstleister, ein Gesundheitsgigant. Und wir haben hier drei Segmente. Und die Problematik hier ist da oben in diesem Segment, das ist das Segment der Krankenversicherung. Wir haben hier die Apothekenketten in erster Linie da bei Pharmacy and Consumer Wellness. Und dann haben wir unten noch Pharmacy Benefit Management, das heißt jetzt Health Services. Die haben ein bisschen die Segmente umbenannt. Wir sehen schön, dass wir ein Umsatzwachstum haben, teilweise natürlich zugekauft. Da hier wurde Aetna gekauft, der Krankenversicherer, für schlappe, lasst mich überlegen, 69 Milliarden US-Dollar. Und war eigentlich eine Wette auf ein lukratives Geschäft, insbesondere auch über Medicare Advance. Das heißt, vom Staat gesponserte Krankenversicherungen für Menschen in erster Linie ab 65 Jahren plus. Und das Grundproblem, was wir haben, ist der Anstieg der Vergütungssätze für dieses Medicare Advanced, oder eigentlich heißt es, glaube ich, Medicare Advantage, ist mit 3,7%, der staatliche Anstieg der Vergütungssätze ist mit 3,7% niedrig ausgefallen. In den vergangenen Jahren stiegen die Vergütungssätze so eher um 5 bis 7%, und jetzt haben wir auch noch hohe Inflation. Das hat ja schon zum Abverkauf geführt bei Gesundheitsdienstleistern, nachdem das bekannt gegeben wurde. Und tatsächlich hat CVS Health damit massive Probleme, denn dieses Segment hier, also Aetna ehemals, also die Krankenkassen, die machen rund die Hälfte des Umsatzes über diese Medicare-Verträge. Und das führt natürlich dann entsprechend zu den Verwerfungen. Was es auch noch gibt, das war ein Downgrade auch in diesem Bereich von, es gibt so ein genanntes Sterne-Rating. Ein Vertrag für Medicare kann 1 bis 5 Sterne haben. Je mehr Sterne natürlich, umso besser. Und wenn du 4 Sterne plus hast, dann gibt es auch noch Bonuszahlungen. Und wichtige Krankenversicherungsangebote bei Aetna, also in diesem Bereich hier,
Die sind dann unter 4 Sterne gerutscht, was dazu geführt hat, dass das Operating Income, so die Aussage des Managements, auch um 1 Milliarde gesenkt werden musste. Und dann müssen wir mal schauen, dass die dann wieder dieses vierte Sternchen eben kriegen. Die anderen Segmente hier, die können prinzipiell den Margendruck aus dem Krankenversicherungsgeschäft nicht auffangen, weil insgesamt kann man schon so sagen, man sieht es ja auch an der operativen Marge, ist das Geschäft margenschwach. Das ist halt vergleichbar vielleicht von den Margen her eher so mit dem Onlinehandel, wo man in einem Segment dann quasi wirklich der Profit wegbricht, die Marge wegbricht, dann können die anderen Margen das nicht ausgleichen. Insgesamt haben wir es ja hier mit einem Slow Grower zu tun auch, mit insgesamt auch noch niedrigen Margen. Das muss kein Problem an sich sein. Das kann immer noch ein solides Investment sein. Problematisch wird es einfach dann, wenn quasi ein Standbein einmal wegbricht. Das ist natürlich die Frage, wird es für immer wegbrechen oder nur kurz wegbrechen. Das hängt von zwei Faktoren ab, denke ich, die jetzt entscheidend sein werden. Das eine ist natürlich Vater Staat, also in den USA. Wie werden die Vergütungssätze in Zukunft steigen? War das jetzt eine Ausnahme oder ist der Staat jetzt immer knausrig? Das heißt, das Geschäftsmodell von CVS Health hängt halt auch am staatlichen Tropf, dem muss man sich eben auch bewusst sein. Und die andere Frage ist, kriegt das Management das hin? Weil ein bisschen ist CVS Health Baustelle hin zum integrierten Gesundheitskonzern. Man sieht ja auch im Qualitätscheck hier, der hohe Goodwill durch Zukäufe, hier natürlich Aetna, aber man hat hier auch nochmal zugekauft, mehrere Unternehmen, und muss die alle integrieren. Und das Interessante ist eben auch, andere Unternehmen kommen damit deutlich besser klar, mit den schwierigen Rahmenbedingungen, zum Beispiel die United Health Group. Es gibt eine wichtige Kennzahl hier in dieser Branche, das ist das Medical Benefit Ratio. Das ist analog zu Versicherungskonzernen die Schadensquote, wenn man so will. Das heißt, man tut die Ausgaben teilen durch die Prämieneinnahmen. Und da ist das Medical Benefit Ratio bei CVS Health liegt jetzt momentan bei 90,4%. Und das lag noch im Vorjahresquartal bei lediglich 84,3%. Und das ist schon relativ schlecht. Und bei der United Health Group, die ja vor ein paar Wochen ebenfalls Quartalszahlen veröffentlicht hatten, da liegt dieses Medical Loss Ratio oder Medical Benefit Ratio bei 84,3%. Ne? 84,3% statt 90,4%. Und sie haben die Markterwartungen übertroffen, obwohl sie Opfer eines Cyberangriffs geworden sind tatsächlich, der auch zig Millionen gekostet hat und der das ganze Gesundheitssystem in den USA ein bisschen das Leben schwer gemacht hat, auch CVS Health, weil United Health Group ist auch ein Dienstleister für CVS Health unter anderem. Naja, wie ich mal sagte, also die United Health Group ist deutlich besser ins erste Quartal gestartet als CVS Health, und das erschwert eigentlich den Verdacht, dass wir bei CVS Health, dass da noch einiges im Argen ist bezüglich Konzernumbau und eventuell auch, ist aber jetzt vielleicht eine Vermutung, eventuell ist auch das Management bei der United Health Group etwas besser, weil prinzipiell sind sie ja in ähnlichen Geschäften tätig, in ähnlichen Geschäftsfeldern, sind beides integrierte Gesundheitsdienstleister. Die größte Krankenversicherung ist United Health Group. CVS hat das größte Apothekengeschäft beispielsweise. Beide machen Pharmacy Benefit Management. Gut, wie dem auch sei, gehen wir zurück zu CVS Health. Wichtig ist natürlich, ob die Dividende sicher ist. Bei der Dividendenrendite als ein schönes Kriterium oder ein schönes Plusargument, warum man die Aktie eventuell kaufen oder halten sollte. Und hier sehen wir die Gewinnentwicklung und auch den freien Cashflow. Wir haben hier einen freien Cashflow und Gewinne. Hier sieht man, dass die Dividende schön decken. Wir haben hier Ausschüttungsquoten von zwischen 30 und 40% lediglich. Also aus meiner Sicht ist nicht mit einer Dividendenkürzung zu rechnen. Man sieht das Ganze auch hier nochmal schön, wenn wir hier gucken, wie hoch hier der freie Cashflow, beziehungsweise hier das ist der Cashbestand. Der Cashbestand liegt bei über 13 Milliarden, und wir haben Dividenden ausgeschüttet für 3,2 Milliarden in den letzten 4 Quartalen. Der freie Cashflow alleine ist ja schon 8 Milliarden groß. Das heißt, freier Cashflow abzüglich Dividendenzahlung bei mir noch über 5 Milliarden übrig.
Und insofern sehe ich übrigens auch kein, was ab und zu immer heißt hier, die Schulden wären so problematisch oder so hoch, jetzt mit 81,8 Milliarden. Aber bei so einem hohen freien Cashflow sehe ich da kein Problem tatsächlich, auch wenn es noch ein bisschen höher geworden sind und trotz höherer Zinsen. Insgesamt haben wir zwar bei sowas ein relativ langsam wachsendes Geschäftsmodell mit niedrigen Margen, aber bis auf diese Vergütungssatzproblematik jetzt, wo die Vergütungssätze relativ schwach gestiegen sind, auch ein relativ konstantes Geschäftsfeld eigentlich, wo nur mehrere wirklich große Player spielen und die Clients eher schwer haben, aus meiner Sicht der Dinge. Gut, als nächstes käme die Bewertung. Und wenn wir hier in die Multiples reingehen, ich nehme jetzt auch den bereinigten Gewinn hier, dann sieht man, dass wir aktuell hier mit einem bereinigten KGV von 7,2 sehr weit unten sind. Das sind jetzt 10 Jahre, auch wenn wir 15 Jahre machen. Man sieht es relativ günstig bewertet, weil der Gewinn erstmal rückläufig sein soll. Das sieht man ja hier, der bereinigte Gewinn erstmal rückläufig sein soll. Management geht von mindestens, ja, wie ich es eingangs erwähnte, 7 US-Dollar aus. Gewinn fürs laufende Geschäftsjahr. Hier Analystenschätzungen liegen jetzt bei 7,32. Leicht optimistisch. Deshalb steigt es aber dann auch hier entsprechend die Multiples und dann sollten sie wieder weiter rückläufig sein, bezogen auf den aktuellen Aktienkurs, wenn der Gewinn dann endlich wieder anzieht, nachdem er hier für das laufende Geschäft mal zurückgegangen ist. Es liegt natürlich hier nahe, dass die Aktie günstig bewertet ist. Wenn wir mal gucken, wie die Wettbewerber, wie die United Health Group bewertet sind, dann sieht man hier, dass das ganz schön auseinandergedriftet ist. Wenn man nur weit zurückgeht, da war CVS Health höher bewertet, mit einem höheren KGV als die United Health Group. Und es hat sich jetzt aber schon seit längerem hier, seit 2016, ins Gegenteil verkehrt. Man sieht auch hier, dass das Gewinnwachstum bei der United Health Group dynamischer ist. Wir haben ja noch einen anderen Player, den sie auch schwer erwischt hat. Humana, reiner Krankenversicherer, glaube ich, der sich auf Medicare spezialisiert hat. Und die werden momentan auch mit Abschlag gehandelt, sind aber ebenfalls teurer als CVS Health. Bezüglich fairer Wertberechnung, CVS Health, wichtig zu wissen, wie viel kostet die Aktie eigentlich, beziehungsweise wo ist der faire Wert und dann die Renditeentwicklung oder Erwartung daraus bestimmen. Hier sehen wir nochmal den Kursverlauf. Wir nehmen den bereinigten Gewinn hier auch, um den fairen Wert zu berechnen. Ich blende es mal ein, was hier out of the box rauskommt. Das ist ein 10-Jahres-Schnitt. Und wir haben im 10-Jahres-Schnitt die Aktie bewertet mit einem KGV von fast 12. Momentan sind wir bei 7. Ähnlich wie bei Starbucks von gestern im Video, würde ich sagen, auch hier gibt es gewisse Prämissen, die ich eingangs schon erwähnt habe, wann man überhaupt in eine Aktie wie CVS Health dann noch investieren oder wann man die halten sollte. Das eine wäre, dass die Medicare-Vergütungssätze dann wieder höher steigen, also es dieses Jahr der Fall war, das halte ich für wichtig. Und das andere, dass man ans Management glaubt von CVS Health, das ist wahrscheinlich immer wichtig, aber hier ist es vielleicht noch wichtiger, weil wir halt den Umbau noch haben zum integrierten, vertikal integrierten Gesundheitsdienstleister und der nicht abgeschlossen ist. Und wenn man sagt, ja, ich glaube daran, dann sehe ich eigentlich auch keinen Grund tatsächlich, jetzt das KGV, das durchschnittliche KGV zu reduzieren. Weil ein 12er KGV, und hier haben wir dann die geschätzten Wachstumsraten tatsächlich von über 10%, dann ist ein 7er KGV deutlich zu günstig. Also wenn das so kommen würde tatsächlich. Ich nehme an, dass die Analysten aber noch ein bisschen nach unten schätzen werden, aber trotzdem, wir haben ja Wachstumsraten, sind deutlich über dem, was ein KGV von 7 eigentlich erwarten, was man beim KGV von 7 erwarten würde. Wir hätten jetzt hier einen fairen Wert fürs laufende Geschäftsjahr, bereits ja reduziert, von 87 US-Dollar. Aktueller Aktienkurs liegt bei 55 US-Dollar und dann entsprechend wegen den hohen Wachstumsraten auch höher steigender fairer Wert. Da liege der faire Wert hier bei den 107 US-Dollar, wie gesagt, und das würde eine Renditeerwartung machen von jährlich über 30%, beziehungsweise man hätte sein Kapital verdoppelt, gut verdoppelt bis Ende 2026. Jetzt möchte ich an der Stelle noch ein bisschen konservativer werden und da nehme ich den Prognosekorridor. Ich habe ja schon eingangs schon erwähnt, ich denke, dass die Analystenschätzungen jetzt auch noch ein bisschen nach unten angepasst werden. Jedes Brokerhaus war sicherlich nicht so schnell, das zu tun. Wir hatten ja jetzt nur 2 Tage dazwischen. Ich will jetzt ja die negative
pessimistische Analystenschätzung nehmen, da liege dann der faire Wert bei knapp 92 US-Dollar und zack, tue ich mal die Rendite weiter neu bestimmen, dann wäre das eine Rendite von immer noch fast 80% beziehungsweise aufs Jahr über gut 2,5 Jahre von knapp 25%. Und das ist natürlich ebenfalls sehr attraktiv, kann man immer noch weiter runterrechnen, aber es bleibt attraktiv. Lange Rede, kurzer Sinn, das wäre dann auch schon mein Fazit. Wer glaubt, dass Medicare nach wie vor oder wieder profitabler wird, weil die Vergütungssätze dann wieder stärker erhöht werden, hängt natürlich auch ein bisschen mit der Inflation zusammen, wie die sich entwickelt, wieder als Kostentreiber. Und wer glaubt, dass dem Konzern der Umbau zum vertikalen Gesundheitsdienstleister gelingt, weil das Management gut ist, für den ist die Aktie definitiv interessant. Wer da so seine Zweifel hat, für den, der macht um die Aktie, denke ich, einfach einen Bogen rum und findet ihr noch genug andere Aktien, die interessant sind. Beispielsweise, habe ich es ja auch schon erwähnt, die United Health Group ist auch eine Aktie im selben Segment, auf die man ebenfalls sein Geld setzen könnte. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer jetzt der Aufruf, was denkst du? Schreib gerne einen Kommentar unten drunter, ich lese mir ja alles gerne durch und antworte auch oft. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und hoffentlich kein Crash-Report. Ciao!